In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Abschlussprüfung 2020 B1 gerechnet hätte. Die Angabe findet ihr wie immer hinter diesem Link. Ganz wichtig, probiert immer zuerst selbst aus, diese Aufgabe zu berechnen und erst dann lasst euch durch das Video helfen, wenn ihr nicht mehr weiterkommt. Versucht niemals, ein Video 15 Minuten lang am Stück anzuschauen oder auswendig zu lernen, das bringt nichts. Übrigens, heißer Tipp, man kann die Wiedergabegeschwindigkeit auch verschnellern oder verlangsamen. Je nachdem, ob ich zu schnell oder zu langsam für euch bin, könnt ihr das Tempo hiermit anpassen. Wir haben bei dieser Aufgabe eine quadratische Gleichung und haben diesen Faktor a schon gegeben. B und c ist unbekannt. Wir haben eine Geradengleichung und wir haben den Scheitelpunkt 5 minus 4,5. Und die erste Aufgabe ist jetzt, wie meistens, man soll die Geraden- oder die Parabelgleichung bestimmen, also b und x. In dem Fall geht es ganz leicht, weil es die sogenannte Scheitelpunktform ist. Das heißt, wir müssen ganz allgemein die Scheitelpunktform uns nochmal anschauen. Da ist das a nämlich schon mit drin, das wir hier gegeben haben. Xs, ys, das ist der Scheitelpunkt, den wir hier direkt einsetzen können und dementsprechend dann die Parabelgleichung bestimmen können, die Funktionsgleichung. Also a ist gleich 0,1 und dann setze ich direkt ein. 0,1 für das a, x, das bleibt ja erstmal, genauso wie das y. Dafür habe ich aber den Scheitelpunkt. Aufpassen, hier ist x minus xs, also muss hier x minus 5 stehen. Und dahinter steht plus ys und das ist in dem Fall minus 4,5, also muss ich hier minus 4,5 schreiben. Und nun kann ich das Ganze ausmultiplizieren, also in die Normalform bringen. Das heißt, zunächst muss ich hier erkennen, dass es sich um eine binomische Formel handelt. Also, dieses Quadrat ausmultiplizieren gibt x² minus 10x plus 25. Wenn ihr euch erinnert, a² minus 2 mal a mal b plus b². Das a² ist das x² in dem Fall. Minus 2 mal x mal 5 gibt minus 10x plus b² plus 5 zum Quadrat gibt 25. Immer noch in Klammern geschrieben, denn die 0,1 vor der Klammer, die muss ich auch noch mit der Klammer multiplizieren. Erst dann kann ich die Klammer vollständig auflösen. Also Schritt 1 die Potenz ausschreiben, Schritt 2 mit dem Faktor vor der Klammer multiplizieren. 0,1x² minus 0,1 mal minus 10x plus 0,1 mal 25 und das Ganze dann mit minus 4, 0,1 mal 25 gibt nämlich 2,5, minus 4,5 gibt minus 2, also ich habe hier zwei Schritte zusammengefasst, die beiden zusammen, die beiden zusammen, die beiden zusammen und am Schluss das Ergebnis noch mit minus 4,5 zusammen, dann komme ich genau auf die Parabelgleichung, die hier auch in der Angabe steht. Wie immer, hier findet ihr die Angabe nochmal per Link. Und dann soll man diese Parabel und diese Gerade auch noch einzeichnen. Da muss man die Intervallgrenzen genau anschauen. Es geht von minus 4 bis 9 auf der x-Achse und von minus 6 bis plus 4 auf der y-Achse. Und im Intervall von minus 4 bis 9 soll man x-Werte zeichnen. Das habe ich jetzt hier auch so gemacht. Bei der Aufgabe 1.2, da ist es jetzt so, dass es wieder Trapeze gibt. Und das ist natürlich das Erste, was wir dann machen. Wir schauen uns erstmal an, was so ein Trapez ist und gucken uns die Formelsammlung an. Und dann schauen wir uns nach und nach an, was wir denn über dieses Trapez wissen. Zuerst einmal wissen wir, dass die Punkte A, N, die liegen auf der Geraden und die Punkte B, N, die liegen auf der Parabel. Und was ich noch weiß, ist, dass die Strecke A, N, B, N parallel zur Strecke C, N, D, N ist, dass ich einen Vektor habe und dass ich eine Streckenlänge habe. Und jetzt mache ich das einfach Schritt für Schritt. Was ich weiß, ist, dass mein erster x-Wert minus 1 ist und mein zweiter x-Wert 4. Also x minus 1 bedeutet hier ein Punkt und hier ein Punkt. Denn der Punkt A liegt ja auf der Geraden, also muss hier A1 sein. Und hier liegt der Punkt B1, weil ja der x-Wert minus 1 ist. Wenn ich da genau gezeichnet habe, müsste es genau hinhauen. Man kann das natürlich auch direkt berechnen, indem man hier die Werte eingibt. Minus 1, minus 1. Und auch hier minus 1, minus 1 und das Ganze dann auch noch für den x-Wert 4. Oder ich zeichne es einfach direkt ein, dann habe ich schon mal A1, B1, A2 und B2. Und jetzt weiß ich, dass ich mit A, N, D, N einen Vektor habe, wo ich von A nach D komme. Das heißt nämlich, ich muss 2 nach rechts und 1 nach oben. Also 2 nach rechts, 1 nach oben und ich bin beim Punkt D1. Das gleiche mache ich natürlich auch hier. 2 nach rechts, 1 nach oben. Das bedeutet ja Vektor. Von A nach D komme ich, indem ich 2 nach rechts, 1 nach oben gehe. Und nun habe ich auch schon den Punkt D1. Und jetzt brauche ich nur noch den Punkt C. Von dem weiß ich ja, dass er von D 5 Längeneinheiten entfernt ist. Und ich weiß, dass AB und CD parallel sind. Das heißt, ich zeichne zwei Parallelen, zeichne dann einen Kreis mit 5 cm Radius, so dass es diese Parallele schneidet und dann habe ich meinen Punkt C1 und C2.
Also ihr seht schon, diese Aufgabe hier, die schaut sehr komplex aus, wenn man das alles per Angabe anschaut. Wenn man aber Schritt für Schritt vorgibt, erstmal Punkte AN und BN einzeichnen, dann den Vektor auf DN, dann Punkt CN mit der parallelen Strecken, dann kriege ich das auch locker hin. Und jetzt ist es schon bei der Aufgabe 1.3 angelangt. Da heißt nämlich, man soll rechnerisch bestimmen, für welche Belegung von x es überhaupt solche Trapeze gibt. Nun, das ist eigentlich auch ganz einfach. Ihr könnt euch ja überlegen, was passiert, wenn wie dieser x-Wert immer näher in diese Richtung geht. Irgendwann werden sich Gerade und Parabel schneiden und dann liegen beide Punkte A und B aufeinander. Und danach drehen sie sich um. Also das wird der Drehsinn dieses Trapezes geändert. Das heißt, hier ist ein typischer Fall für, wir brauchen die Schnittpunkte von Parabel und Gerade, denn nur innerhalb von diesem Intervall wird es auch solche Trapeze geben. Am Schnittpunkt selbst gibt es keine mehr und darüber hinaus ändert sich der Drehsinn. Also muss ich in dem Fall die Parabelgleichung mit der Geradengleichung schneiden oder gleichsetzen in dem Fall. Das nennt man das Gleichsetzungsverfahren. Bei beiden ist es ja schon nach y aufgelöst. Hier haben wir die eine Parabelgleichung, hier haben wir die Geradengleichung und die setze ich einfach gleich. Damit wir das Ganze dann umformen können und die quadratische Gleichung auch lösen können, müssen wir das jetzt so umformen, dass alles auf einer Seite steht und auf der rechten Seite ist gleich 0. Das heißt, ich muss das minus 0,5x mit plus 0,5x auf die andere Seite bringen, das plus 1 mit minus 1 auf die andere Seite bringen, dann ergibt es zusammengefasst 0,1x², das bleibt stehen, minus 0,5x minus 3. Also jeweils die Werte, die ich rübergeschickt habe, muss ich noch mit dem hier zusammenfassen und dann ist gleich 0. Das ist jetzt die Ausgangsform, sodass ich die sogenannte Mitternachtsformel anwenden kann. Ihr erinnert euch bestimmt, sonst schaut nochmal in der Formelsammlung nach. Das hier ist das A, das ist das B und das ist das C und das kann ich jetzt ganz einfach einsetzen. Minus B, also minus minus 0,5, weil unser B ja negativ ist, plus minus für zwei Varianten, für zwei Lösungen. Das B nochmal in Klammern zum Quadrat, also minus 0,5 zum Quadrat, minus 4 mal A, 0,1 mal C minus 3 geteilt durch 2 mal 0,1. Nun kann ich den ersten x-Wert bestimmen. Wenn ich das nämlich mit Plus bzw. Minus mache, kommen ja unterschiedliche Werte raus. Beim ersten minus 3,52 und beim zweiten gerundet 8,52. Jetzt muss ich natürlich das Ergebnis nochmal passend zur Aufgabe interpretieren, denn es hieß ja, für welche Werte von x gibt es solche Trapeze? Naja, und das gibt es eben im Intervall von minus 3,52 bis 8,52. Da gibt es Trapeze, aber die beiden Werte selber gehören nicht dazu. Das sind natürlich gerundete Werte, so ganz genau ist das jetzt nicht. Aber dadurch, dass wir hier final runden, werden wir diese beiden Werte auch ins Intervall reinnehmen. Das heißt, wir müssen hier die eckigen Klammern aussparen, also nach außen setzen, weil die Punkte selbst ja nicht dazu gehören. Die Punkte selbst, das sind die x-Werte für die Schnittpunkte. Und da haben wir ja gelernt oder haben wir ja gesehen vorhin, dann landen die Punkte A und B aufeinander. Und dementsprechend dürfen die beiden Werte auch nicht zugehören. Wir könnten es natürlich auch sprachlich lösen. Zwischen den x-Werten minus 3,52 und 8,52 gibt es welche. Also dazwischen ist erlaubt. Nur die Punkte selber, die sind nicht mehr erlaubt und alles, was links davon ist, also kleiner ist als dieser minus 3,52 oder rechts davon, also größer als 8,52, das sind Werte, die natürlich auch nicht dazugehören. Schauen wir uns die nächste, die Aufgabe 1.4 an. Da heißt es jetzt, man soll Flächeninhalte bestimmen, nämlich die Flächeninhalte in Abhängigkeit von x. Ich habe mir jetzt hier einfach nur nochmal die Angaben notiert, die hier sinnvoll sind. Es gibt ja immer zwei Varianten, wie man hier Flächeninhalte bestimmen kann. Einmal durch Vektoren und einmal durch die Flächeninhaltsformeln, die wir ja kennen mit Grundseite, Höhe, a plus c und so weiter, je nachdem, was wir halt für einen Flächeninhalt haben. Jetzt könnte man hier vermuten, dass wenn schon ein Vektor gegeben ist, dass man über den Vektor vielleicht auch die Berechnung machen können. Das wäre hier aber leider falsch, denn der Vektor a n dn, das ist ein Vektor, den wir gegeben haben und wir könnten den Vektor a n bn ja aus diesen Koordinaten auch bestimmen. Aber das Einzige, was ich daraus bestimmen kann, wäre das Dreieck a n bn dn. Denn das, um ein Viereck zu bestimmen, haben wir mit Vektoren nur die Möglichkeit des Parallelogramms. Und hier haben wir definitiv kein Parallelogramm gegeben und dementsprechend können wir auch hier nicht das Viereck bestimmen. Wir können nur dieses obere Dreieck bestimmen. Wir bräuchten dann noch das untere Dreieck und da kennen wir nichts. Da haben wir weder Vektoren noch sonst irgendwelche Größen, die müssten wir erst umständlich hinbringen.
Deswegen ist es hier gleich gut zu erkennen, dass die Größen, die wir vom Trapez brauchen für die Flächenformel, gegeben sind bzw. parallel zur x- und y-Achse liegen, nämlich die Seite A, die Seite C, die Höhe H, das ist ja immer die kürzeste Verbindung zwischen den parallelen Seiten, und damit mit A, C und H können wir ganz gut arbeiten. Das war jetzt hier der Clou, dass wir eben erkennen, dass es nicht der Vektor sein kann, sondern dass wir über die Flächenformel gehen. Die Seite A ist die Strecke ANBN. Naja, die können wir bestimmen, weil wir haben den X-Wert, die Y-Werte voneinander, also den Y-Wert von A und den Y-Wert von B. Also müssen wir nur beides voneinander abziehen. Zuerst den Y-Wert von A minus den Y-Wert von B. Da könnt ihr euch vielleicht dran erinnern, der obere Wert minus den unteren Wert. Und damit kann ich das, die Streckenlänge bestimmen. Also die Seitenlänge in dem Fall, weil es ja hier ein Viereck ist. Aufpassen, ich muss von der minus 0,5x plus 1, dem y-Wert von a, den gesamten y-Wert von b abziehen. Das heißt, ich muss den zweiten Teil hier klammern und dann erst auflösen. Dann habe ich die Seitenlänge c, die ist ja gegeben, mit 5 Längeneinheiten. Das heißt, hier bin ich schon fertig. Was mir noch fehlt, ist die Höhe h. Und da muss ich mal anschauen, wie lange ist diese Strecke, beziehungsweise wie lang ist diese Höhe? Ist eigentlich ganz einfach, wenn man sich den Vektor nochmal anschaut. Wie komme ich denn von A nach D, indem ich 2 nach rechts und 1 nach oben gebe? Das 1 nach oben ist mir in dem Fall wurscht, aber 2 nach rechts, das heißt, immer wird die Höhe H sein. Egal was ich mache, auch hier wird die Höhe H sein, weil ich ja immer 2 nach rechts und 1 nach oben gehe. Also habe ich für die Höhe H 2 Längeneinheiten und damit kann ich das Ganze zusammenpacken. Ich fasse das hier oben zusammen, minus 0,1x² plus 0,5x plus 3. Dann kommt noch das C dazu, plus 5, vor die Klammer das 0,5 und dahinter das mal 2. Das sind natürlich Längen in der Klammer, eine Länge außerhalb der Klammer. Ich fasse das gleich so zusammen, dass es insgesamt einen Flächeninhalt gibt. Und 0,5 mal 2 gibt genau 1. Das heißt, das fällt auch weg. Einmal ist ja quasi auch wegzustreichen. Ich kann quasi nur das, was in der Klammer ist, zu meinem Flächeninhalt machen. Und das ist minus 0,1x² plus 0,5x plus 8. Und hier sehe ich jetzt, habe ich einen Fehler gemacht, den werde ich kurz beheben. Bei der Schreibweise des Flächeninhalts ist natürlich wichtig, dass der dass die Flächeneinheiten für den gesamten Term gelten, nicht nur für das 8 oder nicht nur für die 8, wie das jetzt gerade bei mir markiert war. Also, das ist dann quasi mein Flächeninhalt. Und jetzt muss ich genau lesen, weil es nämlich heißt, in der Aufgabe 1.4 nicht nur den Flächeninhalt zu bestimmen, sondern auch den maximalen Flächeninhalt anzugeben und den dazugehörigen x-Wert. A max, da klingelt es vielleicht, das ist ja eine quadratische Funktion, die nach unten geöffnet ist und deswegen können wir ein Maximum von dieser quadratischen Funktion bestimmen. Das hier ist ja der Flächeninhalt, aber es ist gleichzeitig auch eine Funktion. Und dementsprechend müssen wir nur den Scheitelpunkt von dieser Funktion bestimmen, um A max zu bekommen. Auch hier ein Schreibfehler. Ich bestimme natürlich den Scheitelpunkt, also den Scheitelpunkt meiner quadratischen Funktion, die ja der Flächeninhalt ist. Und dann bekomme ich hier hinten den maximalen y-Wert raus. Also wenn man sich das dann vorstellt, dann ist das ja eine Parabel und der y-Wert ist dann gleich mein a-max, nämlich 8,63 und der passende x-Wert, das ist der hier vorne. Also das hört sich mal ein bisschen kompliziert an, aber hinter diesem quadratischen Gleichung verbirgt sich ja eine Funktion, eine Parabel. Und da ist ja gleichzeitig auch mein Flächeninhalt. Das heißt, wenn ich den maximalen Wert rausfinden möchte, möchte ich nur beim Scheitel den y-Wert nehmen, das ist dann mein a-max, und den passenden x-Wert dazu, das ist das hier vorne. Den Scheitelpunkt, wie man den bestimmt, den könnt ihr aus der Formelsammlung entnehmen. Dann sind wir bei der Aufgabe 1.5 und die hört sich erstmal kompliziert an. Man soll nämlich herausfinden, wann der Punkt D3, also D1 und D2 haben wir ja schon, auf der Y-Achse liegt und dann die Koordinaten des Punktes B bestimmen. Jetzt stellen wir uns das mal vor. Wenn der Punkt D3 irgendwo hier auf der Y-Achse liegt, was wissen wir dann über den Punkt D3? Nun, wir wissen, dass sein X-Wert 0 ist, weil auf der Y-Achse bedeutet, der X-Wert von D3 ist 0. Und jetzt müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir zum Punkt D3 gekommen sind. Wir sind doch 2 nach rechts von A und 1 nach oben. Gehen wir das also rückwärts, dann müssen wir doch 2 nach links und 1 nach unten. Auch das 1 nach unten ist uns ja wurscht. Das, was uns wichtig ist, ist die x-Koordinate von A und von B. Wenn wir also von der x-Koordinate von D zur x-Koordinate von A und B wollen, müssen wir 2 nach links.
Also wissen wir, dass die x-Koordinate von b3 minus 2 sein muss. Und dadurch, dass wir die Koordinaten von bn ja haben, müssen wir jetzt nur noch dieses minus 2 in diese Koordinaten eintragen und ich kann direkt mein b3 bestimmen. Minus 2, 0,4. Also da war ein bisschen der Kniff dahinter. Zuerst vorstellen, wo liegt denn mein Punkt d und was weiß ich dann über ihn? Und wie komme ich jetzt zurück auf a und b? Dann ist es tatsächlich gar nicht viel und gar nicht schwierig. Bei der letzten Aufgabe, da geht man jetzt davon aus, dass diese Trapeze, dass zwei kongruente Trapeze gibt, die gleichschenklig sind. Gleichschenklig bedeutet natürlich, dass diese Seite und diese Seite gleich lang ist. Nun, das Einzige, was wir ja wissen bisher, ist, dass diese Streckenlänge cndn 5 Längeneinheiten ist. Und was wir auch wissen, der Vektor bedeutet doch, ich gehe 2 nach rechts und 1 nach oben. Das heißt, ich weiß, dass diese Länge hier immer eine Längeneinheit sein muss. Und wenn diese eine Längeneinheit sein muss und wir da drüben auch gleichschenkliges Trapez haben, muss das doch hier exakt gleich sein. Auch 2 Längeneinheiten nach rechts und 1 nach unten. Also auch hier eine Längeneinheit. Und jetzt geht es bei der Aufgabe darum, dass man zeigen soll, dass diese Strecke A4B4 und A5B5 drei Längeneinheiten ist. Nun, das ist doch ganz leicht, weil wenn die Gesamtlängeneinheit CNDN oder C4D4 fünf Längeneinheiten ist und ich ziehe hier oben eine Längeneinheit ab und hier unten eine Längeneinheit ab, weil sie ja kongruent sein müssen, dann oder beziehungsweise gleichschenklig sein müssen, dann müssen doch drei Längeneinheiten rauskommen. Und das muss natürlich auch für A5B5 gelten, weil ja auch hier ein gleichschenkliges Trapez vorliegt. Also hier ist der Kniff eigentlich nur zu erkennen, dass wir diese Länge hier oben schon haben und wenn es gleichschenklig ist, dann natürlich auch hier unten die gleiche Länge sein muss. Und damit habe ich es schon bewiesen. Und jetzt geht es noch darum, den Winkel hier unten zu bestimmen, wenn es eben gleichschenklig ist. Und auch das ist relativ einfach, weil wenn hier zwei Längeneinheiten und hier eine Längeneinheit, müssen auch hier zwei Längeneinheiten und eine Längeneinheit sein. Das heißt, wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck, wir suchen diesen Winkel und wir haben die beiden Katheten. Das heißt, wir können das hier mit dem Tangens bestimmen. Der Tangens von diesem Winkel, den hier Gamma genannt ist, ist Gegenkathete durch Ankathete, 2 durch 1. Das Ganze nach Gamma aufgelöst ergibt 63,43 Grad.